I like the swimming. I like the boats ride. I like the festival. And I like the whole vacation. And I like the fish. Climbing the rocks. And jumped into the water. Playing with Philip. And the whole vacation. And I thank God for this wonderful vacation. Stella and Mama and Honda. What was fun in Ireland? What was really the most fun that you can think of that you did here? Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Perlen zu machen. Im Boot? Ja. Rudern? Ja. Das hat dir am meisten Spaß gemacht? Ja. Oh, das müssen wir nochmal machen, ne? Ja. Und die Hunde auch. Möchtest du gerne die Hunde haben, ha? Ja. Und wie war das mit Ula und dass wir alle in dem Haus waren? Das war schön. Wir haben zusammen gekocht. Hast du gut geschlafen in dem Haus? Ja. Was hast du gesehen, wenn du aufgewacht bist morgens? Die Sonne. Ja? Und viel Wasser? Und manchmal den Regen. Und manchmal den Regen, aber das hat auch nichts gemacht, ne? Es hat mir gefallen, auf den Steinen zu klettern und die herrliche Landschaft hier zu sehen. Und es hat mir Spaß gemacht, mit den Quademons zusammen zu sein. Und die Lebensfreude der Kinder zu sehen. Das Quietschen von Marie-Claire und von Stella mit den Hunden. Ja, war gut. Und Bernadette zu erleben mit Gläsern Smithix und die Live-Musik im Pub und da mitspielen zu können und die Spontanität der Iren
und ihre Gelassenheit. Und das Wetter war mäßig, aber it could be worse. Ciao, ciao. Papa, du verpasst den Flossen. It was interesting to speak English, to learn English, to hear it, and Ireland we come back. And Ireland come in Germany! Sehr menschenfreundlich sind, sehr fröhlich, obwohl sie eigentlich auch nicht immer Grund haben zu lachen und das Leben hier eigentlich auch nicht einfach ist. Und das drückt sich aus in den tollen Liedern, die einfach sprühen vor Lebensfreude und Rhythmus. Mir hat es gut gefallen, mit Freunden wieder einfach zusammen zu sein, zu sehen, dass sie sich auch durchbeißen und dass sie schon viel von der irischen Lebensart angenommen haben. Die Slogans der Iren, da kann man sich eine Scheibe von abschneiden. Don't worry und it could be worse. Das sind wirklich zwei sehr weise Redensarten hier. Und ich finde einfach das Meer hier unglaublich schön. Das Meer ist einfach was Wunderbares hier in dieser Gegend mit den Steinen und dem Grün und dass es sehr klar ist, dass es hier wenig Menschen gibt und im Grunde jeder seinen eigenen kleinen Strand für sich haben kann, wenn er das möchte. So, can you see my whole head in the picture? Am I clear? You don't have to focus it. No? Okay. Well, this is the last day of our trip to Ireland. We just heard all the different impressions and the feelings of everybody. I guess I might as well put my two cents in. I'm looking at a beautiful sunset behind David right now. He's filming me. And it's indescribable. You can't put it on video, so the pictures I took, you can look at it and imagine, but just looking at all the cliffs here and everything that we saw here with blue water, it's just the way I imagined it. And now that we're here 14 days, I'm starting to find my peace and quiet and feel like I want to stay here for another 3 weeks, but we got to go back and make some money. I really did have a good time. There were some ups and downs here and some weird feelings and stuff, but after getting used to everything and being around the water and smelling this sea air and eating some good fish and being around some neat people, even meeting a Cajun while I was here, I thought it was great. I love my family and I love Ula and everybody that was around us, and Cord and Gabby, we wish them the best and we just hope to see them again soon. Bye. What do you see? I see Ola. Ula. Ola. What else do you see? David. And Mama. Can you see Ula? Daddy. Hey, film Ula. Look. Baby face. And Ola. 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 Nice to meet you. Nice to meet you. Good. Keep it steady, girl. You're gonna be a cameraman. Hello, David. Hello, David. Mama found a bar of chocolate. Can I have a little bit? Yeah, press the red button.
You guys still sleeping? Marie Claire. Hm? Geh zu Ulla. Do the other motor have to turn on. There it goes. Geht's los.
sehen, wie es wegfliegt, Marie-Claire, musst du hierher kommen. Jetzt geht's los, Marie-Claire, guck mal. Ulla fliegt in der Luft hier gleich. Sie muss da hoch. Komm auf den Stuhl hier. Komm auf den Stuhl. Was, ja. Die werden über den letzten Sanddünen da hinten drüber fliegen. Nicht den Mund da dran, das ist. Jetzt geht's los. Komm, gucken. Lass sie dran, Stella. Weg. Die Bucht war ein Traum. Das ist ein Traum auf der Bucht, wirklich. Und es waren ja, es sind ja so viele Buchten. Das ist du ja hast das genau, das ist es. Das ist das Verrückte, dass du das Gefühl hast, hier kann jeder seine eigene kleine Privatbucht haben. Und auch jeder, der hier wohnt. Ne? Das ist einfach unglaublich. Ne? Es mischt sich keiner so großartig da. Und das ist ja, was Sandy und wir sagen. Dui ist unser Strand. Und wenn da diese Horden von Wochenendtouristen dann in der Saison einfallen. Horden bedeutet 5 bis 7 Autos auf dem Parkplatz. September ist wieder vorbei. Und dann, wenn wir gehen, weißt du, im Winter. Ach, himmlisch, der Sturm braust, das Wasser tost. Es ist halt nicht nur Romantik, es ist wirklich so. Es ist nicht, dass wir euch da irgendwas vorspielen, das Leben ist so. Hier ist doch jetzt Hochsaison. Was haben wir denn da an den Stränden erlebt? Da war doch nichts los. Da war doch kein Mensch unterwegs, es ist nicht vertouristet hier. Dadurch ist das noch so intakt. Das Einzige, was vom Meer her nicht mehr intakt ist, ist, dass es überfischt worden. Da ist kein Fisch mehr und auch keine Krabben mehr und auch keine Lobster mehr an den Küsten da. Also der Vater von der Mary fährt raus und fährt noch Krabben, den dicken. Mhm. Und der fängt auch noch Lobster. Die alten Fischer wissen, wo sie hingehen. Die würden es aber keinem sagen, der in Urlaub ist. Da kann er denen noch so sympathisch sein. Ja, das geht uns weil ja sie auch einfach an, finde ich. Ne? Weil sie auch einfach Angst haben, dass dann zu viele Leute aufgrund dessen hierher kommen. Ja. Regenbogen. Und das ist unsere Angst hier. Wir überlegen, ob wir in diese Donegal Fischer Anglervereinigung gehen zum Schutz der Flüsse. Denn die sollen verpachtet werden an europäische, ausländische Reiseunternehmen zum Abfischen. Das ist ein Skandal. Hm. Ja, die wollen Touristen holen auf Dorbel vom Haus, ne? Weil die wollen Devisen haben, ne? Zum Beispiel wir brauchen ja keine Devisen, ist ja alles Euro. Gibt ja zum Beispiel Devisen, hier unten der Fluss, ne? Ja, aber Einkommen in irgendeiner Form. Weil obwohl Leute wie die Mary zum Beispiel, denen ist es überhaupt nicht recht. Die hatte nämlich das Haus eine Zeit lang in irgendeinem Reisebüro und die hat es wieder zurückgezogen, weil die Art von Touristen, die dann kam, die wollte sie nicht. Sie möchte wenige haben, die aber regelmäßig wiederkommen. Also hat sie einen gefunden. Also die hat auch gewisse Qualitätsansprüche. Genau. Das finde ich gut, dass hier Qualitätsansprüche herrschen. Ja. Also ich muss auch sagen, ich glaube, die war uns auch so entgegenkommend, weil die auch sehr kinderlieb waren. Die hat die Kinder mitgenommen und denen die Küken gezeigt. Und ich denke, wenn so versnoppte Leute kommen oder was weiß ich was für, dann hätte sie wahrscheinlich sich auch noch das Geld fürs Putzen geben lassen. Oder, bestimmt. Und die Nebenkosten auch noch penibel abgerechnet. Genau. Und so
sie hat auch gesehen, dass wir auch extra Sachen, wir haben versucht auch herauszufinden, nicht verschwenderisch irgendwie zu sein oder so, obwohl es uns mit dem Strom, mit dem Nachtspeicher, Ulla wusste nicht, wie das Ding funktioniert, die hat die ganze Nacht diese Heizung angehabt. Ne? Und das zieht so 5000 Watt, ne? Was? Ulla. Hat's angehabt? Ja, oh Gott. Ich bin auch müde, ne? Geh mal zu Papa auf den Schoß. Sag mal, sollen wir dich aufs Gästebett legen? Möchtest du dich aufs Gästebett legen? Geh mal pullern und dann kannst du dich aufs Gästebett legen. Ja. Ich deck dich zu und geb dir noch ein Schmusetier in den Arm. Ja. Wir haben die Schmusetier, ein herrliches Tier. Also, ich denke, es gibt einfach Hunde und Hunde. Es gibt Hunde mit Charakter. Ja, aber ich hab gemerkt, oder haben wir gemerkt. Ja. In Deutschland wohnen, ne? Du bist rausgegangen und jeder Hund war aggressiv, die ich gesehen habe. Genau. So. Ganz genau, deswegen habe ich total was gegen Hunde in Deutschland. Ja genau, ihr habt doch da auch so schlecht. Die Hunde, fürchterlich, ich bin gebissen worden vor kurzem noch von einem Hund. Die Hunde, die kommen hier, erzähl bellen das und schnuppern. Okay, alles klar, weil Gabi macht ja abends die immer bellen Spreuer auch und machen ihre Spaziergänge. Job, ne? Erzähl mir was, nicht so nah. Ja, das stimmt, ne? Ich treffe immer Hunde unterwegs. Ailish macht sich was erzählen. Riley kriegt Krämpfe und ich unterhalte mich mit allen Tieren an der Strecke. Mein letzter Spaziergang. 5 Hunde. Mein letzter Spaziergang in Hasenbach, in Fete, ne? Bin ich gelaufen, da war jemand mit einem Schäferhund. Der hatte aber. War Schäferhund? Aber irgendwie ein Klopfer. Der gibt mir auch ein paar. Der ist. Hat den frei laufen lassen, ne? Oh, das ist die Hasen. Und ich war auf der Seite, war ich. Wo der Bus aus Neuen. Also Schulbus da wieder ankommt. Also, rechts. Und da rufe ich noch rüber, hier ist Leinpflicht. Und er sagt, dann soll ich den Hund mal rüber hetzen. Unmöglich. Ja, weißt du, und so. Da sind die Besitzer aggressiv und die Hunde auch. Genau. Ne? Na, und so, wenn hier siehst, so, deswegen habe ich hier was total. Und da sind so viele Kampfhunde, allein in Hasenbach. Ne? Und wozu brauche ich einen Kampfhund? Ich will doch damit irgendwas demonstrieren. Sonst kaufe ich mir doch keinen Kampfhund. Ich will eine Potenz. Aber bei Frauen? Das sind allein 2 Frauen, die regelmäßig mit ihren Rottweilern spazieren gehen. Nee, die hatte so einen, was ist das? Pitbull, so einen kleinen gedrungenen. War eine Frau. Ein Pitbull? Ja, so mit so einer ganz hässliche, graue, oh ja. Ja, ja, ein Pitbull. Ein Pitbull, diese, wie heißen die anderen? Wie heißen die? Bull Terrier oder sowas. Nicht Bull Terrier? Nee. Staffordshire. Auf jeden Fall, diese Nachbarin von uns, die hatte da den, die hatte diesen Kampf um so einen Mischling. Und dann wollte sie mir zeigen, ich habe die Kinder nie da hingelassen, weil meine sehr unsicher mit Tieren sind. Und dann sind Tiere auch oft unsicher und schnappen schon mal. Und deswegen habe ich die nie, habe ich denen gesagt, ihr spielt nicht da oben, wo der Hund ist. Ne? Weil der auch aus dem Tierheim ist und solchen Hunden, finde ich, traue ich prinzipiell nicht. Und das war auch ein falsches Tier. Weil bei dem, als sie dann riefen, sagte sie, komm doch mal vorbei, er ist jetzt im Garten, ich zeig dir mal, wie lieb der ist und wie harmlos. Ich war nicht mal an dem Grundstück, da setzte der schon über den Zaun und ging mir an die Kehle. Hab ich so meinen Hals nur geschützt, ne? Ich hatte noch einen dicken Jacke an, weil war früher meine dicke, gefütterte Jacke an. Hat er mir hier reingebissen, ne? Wieder abgesetzt, dann rund, mir in das Bein gebissen noch. Und die schrie dann wie am Spieß und versuchte den zurückzupfeifen, der reagierte gar nicht. Ich habe nur noch gebetet, Gott hilf mir hier raus, echt. Weißt du, wie kann so einem Tier vertraue ich doch nicht mehr. Und schon gar nicht meinen Kindern. Da habe ich gesagt, an welcher Stelle würde ich den Postwend zurück zum Tierheim bringen. Das haben sie gemacht 2 Tage später, sie rief mich noch an am gleichen Tag, das macht deinen Arm, weißt du, ich hatte nur so, so Druck, ich hatte nur blaue Flecken, ne? Keine offene Wunde, durch den Schutz, ne? Weil ich die dicke Jacke anhatte. Ja, aber stell dir mal vor, das hätte ja anders aussehen und ausgehen können. Ne? Der hätte mir direkt an die Kehle gehen können, aber der war hoch, ich hatte den zu, weil es war ein frischer Tag. Und dann habe ich noch so gemacht, war dann halt geschützt und dadurch hat er mir hier nur rein. Das ist besser. Arm, ne? Dankeschön. Das war so ein... Was heißt denn dieser Hund? Ich wollte was von euch haben, weißt du doch. Aber ich mag das ein bisschen mit der Kamera, dass das nicht so ungewöhnlich ist. Weil Ulla und Leni haben das ganz natürlich gemacht. Man, in Kamera zu reden ist nicht so einfach, wenn du es nicht gewöhnt bist. Ne? Wie heißt denn der? Ich wollte nur die Eindrücke, eure Eindrücke also von so uns hier in Irland haben. Der zweiten Kategorie. Was du glaubst. Du kannst erst gehen, wenn du willst. Ja, mach ich. Wie, was? Er glaubt, was wir denken.
über Irland. Einfach euer aus dem Bauch raus. Nee, was nee, von hier? Euch hier als Gäste. Ihr habt euch also lass das mal überraschenderweise unheimlich nahtlos hier eingefügt. Man hätte nicht gedacht, ihr seid das erste Mal hier, sondern ja, dass ihr mal zurückgekommen seid, so in das Land der Familie. Wir hatten das Gefühl, dass ihr euch hier sehr zu Hause und sehr wohl gefühlt habt. Und eigentlich überhaupt gar keine negativen Gefühle von euch rüberbekommen. Also sehr zufrieden, obwohl das ja alles wesentlich einfacher ist. Auch vieles umständlicher und teurer. Und es sind auf der anderen Seite wieder die Ansprüche, aber auch geringer in mancher Hinsicht. Also ihr habt euch da unserer Meinung nach total heimisch. Genau, das habe ich auch gesagt. Ich habe mich bedankt bei dem Shane und gesagt, we really felt at home. Yeah. Nee, wir haben euren Besuch absolut genossen. Absolut. Ja, wir auch. Und wir haben auch gedacht, wir nehmen uns dann so 14 Tage Urlaub. Hört sich ja ein bisschen lächerlich an, dadurch, dass wir beide nicht offiziell berufstätig sind. Aber ich meine, ihr habt ja gesehen, was wir hier an Arbeit geleistet haben und auch noch zu machen haben. Und eben mit unseren Jöppchen, unseren Crafts und Arts und was auch immer nebenbei sind wir immer beschäftigt. Natürlich. Aber uns hat das auch sehr gut getan, denke ich. Und vor allen Dingen unser Philipp. Wie sich die Kinder gefunden haben, wieder. Eure sind zu uns direkt am ersten Abend ins Auto gestiegen, als hätten die gestern Tschüss gesagt. In Hasenbach aus dem Haus bei uns gelaufen. Und hätten sich am nächsten Morgen in Irland wieder oder nächsten Mittag wieder getroffen. Ja, stimmt. Da war nichts von Fremden, da war gar keine nichts. Distanz. Das war wirklich das Gefühl, dass da eine Einheit herrschte. Mhm. Nee, uns hat auch das einfach total gut getan. Auch. Das kannst du schneiden. Absolut. Cut. Kommt bald wieder. Ja, wir hoffen, dass ihr wiederkommt. Ob für Urlaub oder für länger. Das hier. Das ist immer die oder für länger. Ich drücke das ja vorsichtig aus. Brauchst du nicht vorsichtig zu sein, das ist ja kein Problem. Aber ich glaube, ihr könnt ich hier nächste, glauben. Ich glaube wirklich, dass ihr uns sehr, sehr fehlen werdet. Das ist schön. Das geht uns aber ganz ähnlich. Es ist einfach was anderes, ob man sich mal schreibt oder mal telefoniert. Ich fand es sehr schön, noch als du die E-Mail-Adresse hattest. Da hatte ich das Gefühl, wir sind sehr nah miteinander verbunden. Ja, das war eine schöne Geschichte. Naja, ich habe dann manchmal morgens so meine Gedanken von der genau, das war, ich fand das so toll, weil man hatte das Gefühl, mit dir neben dir im Auto zu sitzen und dich zu begleiten, wie du da deine Sonnenaufgänge erlebst. Und ich habe das ja eigentlich immer sehr schön erlebt, deine kleinen E-Mails. Und habe versucht, einfach auch so natürlich zurückzuschreiben. Das war mir klar, dass du das tust. Dass du davon berichtest oder die auch nach Hause bringst oder so. Aber ich habe ja nicht die Einstellung zur Technik, deshalb... Ich habe das gelernt und das war für mich deswegen ganz toll, weil da, wo wir uns geschrieben haben, habe ich auch regelmäßig da dran gesessen und das vertieft. Dann habe ich eine neue E-Mail-Adresse bekommen und komme damit eigentlich überhaupt nicht klar. Bernadette Hase heißt das jetzt. Auch meine E-Mail-Adresse. Ich fand's lass die mal hier, weil ich weiß ja nicht, ob und wie man mal an E-Mail kommt. Dirk, wie ist meine E-Mail-Adresse? Bernadette Hase. Bernadette Hase at compuserve.com. Nee, compuserve.de. Bernadette Hase? Nee, nicht dot. Bernadette Hase,